Meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem nächsten neuen Video. Heute habe ich was Spezielles vorbereitet. Da habe ich das Waschmittel, das Ultra Color Fresh Refresh Elixier genommen von Miele und das Ultra Soft, das Aqua, auch ein sehr guter Weichspülkonzentrat von Miele. Und ich werde heute das nicht wie ihr glaubt in meiner Korenie heute waschen, sondern werde in der Electrolux heute nutzen. Da seht ihr meinen Wäscheposten, es ist ein voller Wäscheposten und natürlich habe ich da heute Wäsche gekauft für meine Kinder und die möchte ich jetzt vorm Tragen noch einmal durchwaschen. Da es so ist, dass bei den ganzen Wäscheposten, sprich den neuen Wäschetextilien, die aus synthetischer Faser sind, sehr wichtig ist und auch aus Baumwollfaser, die immer vorher durchzuwaschen, empfehle ich euch, warte, dass ich euch nach hinten, auch da eine Waschmittelmenge wie bei stark verschmutzt zu benutzen, da diese Textilien noch viele Rückstände noch von der Färberei haben und auch von der Textilfabrik gelten sie auch in dem Fall nicht als nicht verschmutzt, sondern auch als stark verschmutzt und ihr werdet sehen, das Waschmittel schäumt nicht, weil natürlich die Reste damit besser ausgewaschen werden. Da nutze ich jetzt die Schmutzfangfarbtücher, Farb- und Schmutzfangtücher von der Firma Chaclan. Die habe ich bei einem Rewe-Discounter gekauft und ich muss sagen, ich habe diese von diesen, sage ich jetzt, Discounter-Tüchern am liebsten, weil sie auch sehr gut die ganzen Farben und auch das Grau im Wasser auffangen. Da nehme ich 4 Stück bei den neuen eben Textilien, da die natürlich gerne ausbluten und da braucht man auf jeden Fall mindestens 4 Stück. Vom Ultra Color nehme ich eine volle Kappe, weil hier seht ihr da die eine Kappe ist 55 Milliliter und die ist bei starker Verschmutzung genug, bei 4,5 Kilo Wäsche, aber da ist viel mehr drinnen. So, da habe ich das drinnen. Und vom Ultrasoft Aqua nehme ich auch eine Kappe. So, da seht ihr das. So. Wie ihr seht, 50 Milliliter ist für weiche, eben extra weiche Wäsche sollte man eigentlich nicht in Funktionalwäsche geben, aber in die erste Wäsche gebe ich das, dass dieser ganze Duft draußen ist. So, jetzt werden wir mal die 40 Grad anwählen, extra spülen und dann starten wir die Wäsche. Da wird vorgeflutet. Ich empfehle auch Neuwäsche natürlich mit der Wasser Plus Taste zu waschen, damit mehr Wasser in der Trommel ist und auch die Wäsche perfekt durchfeuchtet ist und auch alle Reste aus der Fabrik gespült werden. Ihr seht, trotz hoher Dosierung schäumt nichts. Sehr viel Wasser in den neuen Textilien ist auch sehr wichtig, dass die ganzen Farben, wenn sie sich lösen, auch besser an die Farbauffangtücher kommen und nicht die anderen Faser oder Wäsche verfärben oder beschmutzen. Thank you.
So, die Temperatur ist erreicht. Spülen haben wir jetzt und in 9 Minuten ist alles fertig. So, die Wäsche ist fertig und jetzt wird angetrocknet und dann geht's auf die Kleiderbügel. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.